einigen Monaten hielt eine Serie von Morden die Stadt in Atem. Menschen und Biester waren gleichermaßen die Opfer. Die Spur führte zu einem Mann namens Matteo Saathoff. Deshalb ist es Ihre und Doe's Aufgabe, Hinweise zu finden, die den Ermittlungsfokus wieder auf Matteo Saathoff lenken. Und macht man das nicht so unter euch Biestern? Der Stärkere setzt sich gegen den Schwächeren durch. Menschen und Biester in einer Gesellschaft. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das alles aus dem Ruder läuft.